Vorgestellt, Train World, Vorschau Nummer 3 ist es. Und ja, dadurch, dass ich einen Defekt an meinem Rechner habe, muss ich auf meinen alten umschwenken. Da fehlen mir ein paar Dinge, werdet ihr dann sehen. Und ja, hier ist es jetzt so, dass wir auch hier keine Haken dran haben, aber wir sind bei Signalgrundlagen und Schienenmarkierungen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Ja, eigentlich guckt er jetzt das Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm, aber ihr seid schon auf dem Großbildschirm, deswegen gucken wir das nicht. Dann schauen wir mal, dass wir das hier jetzt vorantreiben, ne? So, bevor wir über die Signale sprechen, sprechen wir über die Schienen und die Markierungen, die Sie während des Baus oder durch die Aktivierung des Modus Bauansicht sehen. Klicken Sie auf den Schaltfläche Konstruktionsansicht. Diese Ansicht können Sie Gleismarkierungen, Richtungen der Bahnhofsgleise, Geschwindigkeitsbegrenzung und Signalsymbole sehen. Schauen wir uns einige Schienen genauer an. Es gibt vier Linien, die entsprechend entlang der Länge der Schiene oben auf den Schienen gezeichnet werden können. Die Linien, die dem Rand am nächsten liegen, sind Richtungsbezugslinien und die blauen Linien in der Mitte sind Linien ohne Halt. Kettensignal, okay. In Train World verwenden wir ein Rechtssystem. Wenn man entlang der Schiene schaut, ist die Linie rechts für die Vorwärtsbewegung und die Linie links für die Rückwärtsbewegung verantwortlich. Wenn Sie eine Linie nicht sehen, bedeutet das, dass ein Zug aufgrund eines Bahnhofssignals oder fehlenden Zugfahrt nicht in diese Richtung fahren darf. Wenn diese überhaupt keine Linien sehen, bedeutet das, dass die Züge keinen Zugang zu diesem Schienenabschnitt haben. Die Farbe der Außenlinie ändert sich, wenn der Schienenabschnitt frei oder belegt ist. Grün bedeutet, dass der Abschnitt frei ist und rot bedeutet, dass der Abschnitt belegt ist. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Schienen, um den Namen des Zuges anzuzeigen, der die Schienen belegt. Aha, besetzt von Train 9. Okay, da ging schon automatisch weiter. Signale sind für die Verwaltung Ihres Schienennetzes in Train World unverlässlich. Sie steuern den Zugverkehr und sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Wenn Sie lernen, Signale zu platzieren, zu bearbeiten und zu verwalten, können Sie Routen optimieren und ein zuverlässiges Transportsystem aufrechterhalten. Okay, da oben gibt es irgendwelche Signale. Signale öffnen. Bewegen Sie den Dingens. Ja, da sind jetzt die Signale. Okay. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Schienenabschnitt. Der Platzierungssymbol rastet an der Schienen. Okay. Jetzt habe ich es platziert. Sehr schön. Neues Signal wird hinzugefügt. Das Signalsymbol und das neue Signal versucht den bestehenden Regeln auf den Schienenabschnitt zu entsprechen. Ja, in Richtung oder in beide Richtungen. Eine Beziehung an Signal bearbeiten werden, können wir das Signal im UI-Panel Zahlen angezeigt. Diese Zahlen geben die Entfernung zum nächstgelegenen Signal oder zur nächstgelegenen Kreuzung in beiden Richtungen an. Okay, 200, okay, krass. So genau. Um mit dem bearbeitungsfahrenden Signal zu beginnen, klicken Sie oben auf die Schaltfläche Signale, um das Bedienfeld für Signale zu öffnen. Bewegen Sie den Mauszeiger über das vorhandene Signal, sodass ein orangefarbener Rand darum herum erscheint. Klicken Sie mit der linken Maustaste, um es auszuwählen. Das hatten wir doch gerade. Okay, Richtungstaste. Wie wir sehen, ändern sich hier auch die Richtungslinien. Versuchen Sie, die Signalrichtung zu ändern, indem Sie direkt auf das Signal klicken. Okay. Entfernen ist da. Versuchen Sie es mit einer anderen Möglichkeit, Signale zu entfernen. Diesmal verwenden wir das Tool Entfernen. Klicken Sie oben auf das Bulldozer-Symbol. Okay, gut, das Ding ist weg. Sie können das Ding auch entfernen, indem Sie die Schienen entfernen, auf denen Sie Ihr Signal befinden. Okay. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie zwei Wegesignale verwenden. Es ist zwar wahrscheinlich, dass dort irgendwann zwei Züge stecken bleiben. Okay. Ich habe ein Beispiel dafür gegeben, wie das passieren kann. Es gibt zwei Züge, mit denen wir ein Spiel Gegensignal in der Mitte. Lassen Sie uns die Züge starten und sehen, was passiert. Werde Zeit verkürzen. Okay, da sind sie ja. Dann klicken Sie auf einen der Züge. Ja, mache ich doch. Okay. Und dann schickst du den im Bahnhof, oder? Okay. Ist klar, das ist eine Ausweiche. Gleistasche, Abstellgleis und zwei Einbahnsignalen, okay. Ja, ist klar. Kennen wir von Simotrans, ne?
Ja, die kommen dagegen gleich und fahren durch, ist klar. Ich bin nur über eine Funktionierung am Arbeiten und Entfernung von Signalen, die im Bitte. Ah, gut. Das Tutorial haben wir geschafft. Wunderbar. So, dann gehen wir ins nächste. Experten von Signalsteuerung. Ich zeige Ihnen, wie Sie viele Signale auf einem Gleis platzieren, um Ihren Durchsatz zu verbessern. Hier haben wir eine Doppelschiene, die zwei Städte verbinden. Wir möchten mehrere Züge nutzen und sicherstellen, dass die Züge wie mit Möglichkeit geringen Warte. Ja, okay. Dazu werden wir mehrere Signale an die Gleise anbauen, damit die Züge dichter aufeinander folgen können. Klicken Sie auf den Schaltfläche Signale, um das Bienenfeld-Signal zu öffnen. Wählen Sie das vorhandene Signal aus, indem Sie darauf klicken. Klicken Sie rechts auf das Schaltfläche Signale automatisch erstellen, um die Seite auszuwählen, zu der wir Signale hinzufügen möchten. Jetzt legen wir das Signalintervall fest, den Abstand zwischen benachrichtigten Signale. Klicken Sie auf die Minus-Schaltfläche, bis wir 700 erreicht haben. 700 Meter, ne? Hinzufügen. Großartig, jetzt können Sie in der Kartensicht sehen, wie Sie mehrere neue Signale haben. Dadurch können Sie die Züge, ah ja, diese Punkte sind es wahrscheinlich, ne? Verkürzt werden, ja, klar, macht Sinn. Da auch. Da wir viele Signale auf einmal hinzufügen können, müssen wir möglicherweise viele Signale auf einmal entfernen. Ich zeige Ihnen, wie das geht. Okay. Doppelklicken Sie auf das Signal. Und dann da. Dann wahrscheinlich da. Und dann da. Und da. Und alle Signale weg. Sehr schön. Kein Stopp- und Kartensignal. Wenn das nächste Signal grün ist, ist das aktuelle Signal ebenfalls grün und der Zug kann weiterfahren. Es verhindert, dass Züge auf einem Bahn. Ja, das macht Sinn. Das ist bei Voxelteigen ja auch so, ne? Auf geklickt und dann klicken Sie nur auf den rechten No-Stop-Button, um diese Funktion zu aktivieren. Die Schienen sind jetzt mit blauen Linien markiert, die den Halteverbotsabschnitt anzeigen. Sehr schön. Wie Sie sehen können, gibt es direkt nach der Kreuzung Signale und es ist in Ordnung. Die Züge werden die Knotenpunkte nicht verstopfen, da sie nicht auf den markierten Schienen halten. Jo. Beachten Sie, dass Züge nur dann auf den markierten Gleisen halten dürfen, wenn das Signal als Wegpunkt zur Strecke hinzugefügt wird. Keine Haltestelle oder Kettensignale können sehr nützlich sein, wenn Sie viele Kreuzungen auf kleinen Raum haben und sicherstellen möchten, dass die Schienen nicht durch das Signal enthaltene Züge blockiert werden. Stellen Sie sich Ihre Signale als Tore vor, die entscheiden können, welche Züge durchfahren dürfen. Mit dem Tool Linienfilterung können Sie auswählen, welche Züge das Signal passieren können. Okay. Hier haben wir ein Beispiel für einen typischen Abwendungsfall. Für eine solche Filterung klicken Sie auf das markierte Signal. Sie können den Filter ändern, indem Sie die Option aus dem Dropdown-Menü auswählen. Als nächstes werden wir die verfügbaren Optionen auflisten und erklären, wie Sie sie verwenden können. Main, also Haupt. Die Standardeinstellung, die alles allen Zügen ermöglicht, das Signal ohne Einschränkungen zu passieren. Es eignet sich für allgemeine Strecken, auf denen Sie uneingeschränkt Zugang für alle Zugtypen wünschen. Passagier, beschränkt das Signal nur auf Personenzüge. Nutzen Sie diese Option, um Personenstrecken von Güterverkehr zu trennen und sogar eigene Gleise für den Personenverkehr zu sicherzustellen. Güterverkehr streckt das Signal nur auf Güterzüge, die es für die güterspezifische Strecken nützlich, um Personenzüge fernzuhalten und den Güterverkehr zu favorisieren, rationalisieren. Abzweigung fügt dem Signalpfad eine Strafe, ach, das war es hier, wenn, ne? Sieht man da jetzt nicht, Signal eine Strafe hinzu, wodurch er für Züge weniger attraktiv wird. Diese Option ist nützlich, um Bereiche oder Strecken zu sperren, die Züge meiden sollen, es sei denn, sie haben dort Wegpunkte. Stopp erlaubt nur Züge, diese Signale als Wegpunkt auf ihrer Route markiert haben. Ideal für Schaffung ausgewiesener Haltestellen, Parkplätze für Züge, die auf Fracht oder Passagiere warten. Okay. Dadurch wird verhindert, dass andere Züge das Gleis belegen. Hier haben wir diesen Fall vorgestellt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Züge, um Züge anzuzeigen, die das ausgewählte Signal als Wegpunkt verwenden. Nur ein Zug nutzt dieses Signal. Das bedeutet, dass dieses Gleis nur von einem Zug belegt werden kann. Auf diese Weise blockt dieser Zug keinen Verkehr, während er auf Fracht wartet. Und dieser Platz wird auch nicht von anderen vorbeifahrenden Zügen besetzt.
Okay. Und der andere kann dann überholen, ne? Sie beherrschen fortgeschrittene Techniken in Train World. Mit diesen Fähigkeiten können Sie Ihren sicheren Netz optimieren, komplexe Gleise verwalten und den Zugverkehr effizient halten. Herzlichen Glückwunsch, ja, wissen wir. So, eins machen wir noch, ne? Obwohl die Zeit schon relativ lang ist, aber das passt noch. Wegpunkt und Routen optimieren. In Trainware bestehen Routen aus Wegpunkten. Diese Wegpunkte können Stationen, Signale oder Depots sein. Jeder Wegpunkt liefert wichtige Informationen, wie sich der Zug bei seiner Ankunft verhalten soll, anschließend der zu laden oder zu entladenen Fracht. Es gibt zwei Arten von Routen, Linie und Loop. Der Standardeinstellung ist eine Schleifenroute. Wenn eine Route jedoch ein Depot als Wegpunkt erhält, wird sie zu einem Linienroute. Linienrouten werden nur einmal gefahren, vom Start bis zum Endpunkt. Diese sind besonders nützlich bei einmaligen Verträgen. Aha. Hier haben wir ein Miniaturbeispiel einer Linienroute. Drücken Sie die Schaltfläche zur Route gehen, um den Zug zu starten. Wie Sie sehen können, hat der Zug den endgültigen Wegpunkt erreicht und befindet sich nur im Standby-Modus und ist bereits für den erneuten Einsatz. Wir sind jetzt da reingefahren, ne? Bei einer Loopstrecke fährt der Zug in einer Schleife weiter und kehrt immer wieder zum Ausgangspunkt zurück. Um den Zug anzuhalten, müssen Sie ihn manuell zum Depot schicken. Hier haben wir eine Loop-Route eingerichtet. Drücken Sie die Schaltfläche zur Route gehen, um den Zug zu starten. Und da fährt er jetzt raus und fährt immer schön im Kreis. Okay, oder er geht vorher kaputt, ne, ist klar. Gut, eine weitere nützliche Sache, die Sie zu tun können, besteht darin, Züge auf ein Signal hin umzudrehen. Hier haben wir ein Beispiel-Setup. Klicken Sie auf die Schaltfläche zur Route gehen, um den Zug zu starten und zu sehen, was passiert. Da ist er und hat umgedreht, okay. Ein Signal hindert der Zug die Fahrtrichtung. Damit das funktioniert, muss das Signal als Wegpunkt hinzugefügt werden. Dies kann sehr nützlich sein, wenn der Platz begrenzt ist. Jetzt werden wir über den Wegpunkteinstellungen sprechen. Sie können diese Einstellungen nur während der Routenbearbeitung anpassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Route bearbeiten. Klicken Sie nur auf die Schaltfläche Einstellungen für den Wegpunkt. In einem neuen Panel sehen Sie alle verfügbaren Einstellungen für den ausgewählten Wegpunkt. Als nächstes werde ich erklären, wozu diese Einstellungen dienen. Mit der Terminalauswahl können Sie die Terminals für die Stationen auswählen, die mehr als einen haben, um den Durchsatz Ihrer Station zu erhöhen. Okay, also schön. Die Überprüfung des richtigen Terminals sollte einer der ersten Schritte bei der Fehlerhöhung sein. Probleme mit der Wegfindung des Zuges während der Routenbearbeitung sein. Mit Wartezeit können Sie eine Warteverzögerung für einen Zug festlegen. Dies kann erforderlich sein, um sicherzustellen, dass die Züge voll beladen sind. Ja, das macht Sinn. Die Lademenge legt den Prozentsatz der Zugkapazität fest, der an einem Bahnhof geladen wird. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie versuchen, Fracht von zwei separaten Stationen abzuholen. Ja, 50% da und 50% da, dann kann der ganze Zug das abholen und es läuft nirgendwo voll vielleicht, ne? Mit der Ladefilteroption können Sie Einstellungen, Verträge von regulären Verbindungen für den Güterverkehr oder regulären Passagieren vom regionalen für den Personenverkehr trennen. Jo. Die beiden unteren Abschnitte steuern die Lade- und Entladevorgänge. Sie können auswählen, welche Ladungsarten geladen oder gelöscht werden. Autowelt ist ein wichtiges Werkzeug in Ihrem Arsenal. Dadurch können Sie Züge an der Haltestelle auf eine volle Ladung warten. Ja, das macht ganz viel Sinn. Warten Sie auf Fracht um Seattle 1, Indianapolis. Ja, Autowelt, ne? Ja, hier kann man dann noch andere Stellen auswählen, wo man darauf warten möchte, ne? Die Ladeoption Prozentsatz wird angepasst. Ja, da kann man auch sagen, ich möchte 30% und dann geht es weiter, ne? Ah, an Signalen kann das auch verwendet werden. Interessant. Dadurch können Sie Abstellgleise einrichten, an denen Züge auf die volle Ladung warten können, ohne den Bahnhof und die Schienen zu blockieren. Okay, interessant. Noch fortgeschrittener. Hier haben wir eine Route, bei der 1 und 3 Wegpunkte dieselben Station mit derselben ausgewählten Terminal sind. Es ist wichtig, die gleichen Terminals zu verwenden. Also der fährt erst hierhin, fährt nach da, fährt dann hier und dann fährt er dann nach da und dann fährt er hier und dann wieder nach da. Das ist damit gemeint. Ah,
Ich werde das Spiel Pause nehmen, wenn Sie automatisch warten, aktivieren können. Klicken Sie auf die Schaltfläche-Route bearbeiten. Klicken Sie auf die Schaltfläche-Einstellung des Wegpunkts, um das Feld mit der Wegpunkteinstellung zu öffnen. Wählen Sie nun die hervorgehende Verbindungsoption Automatisch warten aus, indem Sie den Schalter aktivieren. Gut, drücken Sie Bestätigung, um die Routenbearbeitung abschließen und die Änderung zu übernehmen. Sie werden sehen, dass der Zug die Signalstelle nicht anfährt, sondern überspringt. Dies geschah, weil die Bedingung automatische Warten erfüllt war. Es konnte die maximale Anzahl Passagieren geladen werden. Okay. Machen wir dasselbe aber mit einem Zug mit mehr Waggons. Starten Sie den Zug, indem Sie auf Route gehen klicken. Starten Sie das. Der Wegpunkt ist klar. Wieder Philadelphia. Und abhaken. Okay, jetzt fährt er mit so vielen Zügen. Ja, weiß ich nicht, wann der. Ach, da wartet er. Okay. Wie kommen die Passagiere denn da jetzt rein? Diesmal wartet der Zug an der Signalhaltestelle auf die Fahrgäste. Auf diese Weise wird der Bahnhof nicht blockiert und dieselbe Schritt kann der Zug gut übersprungen werden, wenn die maximale Anzahl an Passagieren verfügbar ist. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Durch das Verständnis und die effektive Nutzung vom Wegpunkt können Sie den Zugverhalten steuern, die Frachtbeladung optimieren und Routen effizient verwalten. Experimentieren Sie mit dieser Option, um die Gameplay zu verbessern und den Zugbetrieb zu optimieren. Ja, mal abgeschlossen. Ja, es ist ja so, der kommt da angefahren, fährt da einmal rein, dann dreht er wieder um, fährt hier hin und wartet. Und dann wartet man da einen halben Tag und dann fährt man rein, bis die Passagiere alle da sind, oder was ist damit gemeint? Weil hier steigt doch jetzt keiner zu, oder? Naja, weiß ich auch nicht. Gut, ich würde aber sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abonnement macht, eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf meinem Kanal teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.